Du bekommst den Dolch nicht. Kehr in dein Grab zurück, du untotes Monster. Ja, nimm deinen Dolch und lass mich in Ruhe. Endlich der Dolch. Ihr braucht nur zu fragen. Dafür nehmen wir, was du hier so in den Gräbern hast. Mit untotem Hokuspokus will ich mich nicht unbedingt einlassen. Wo ihr braucht, nur zu fragen. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Oh, wieder Feinde. Das wird kein schneller Tod. Nur ein paar volle Knolle. Oh, alle Knolle mit Zauberformel. Aha. Ja, mein Schatz. Ja, ihr braucht nur zu fragen. Also ja, gehen wir erst hier unten weiter lang. Das ist auch so eine Sache, die ich an diesem Spiel schon immer geliebt habe. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Das Wetter hasst dich. Wie ihr wünscht. Die Wahrscheinlichkeit, dass du vom Blitz getroffen werden kannst, ist nicht null in diesem Spiel. Kommt schnell, ihr kommt gerade rechtzeitig zu meinem Experimenten. Ich weiß genug über mein Experiment, um sagen zu können, dass ich damit nichts zu tun haben will. Ihr seid doch auf euch allein gestellt, guter Herr. Welche Art von Experiment versucht ihr da? Ich glaube, ich habe einen Zauber entwickelt, mit dem man die ultimative Kontrolle über gallerartige Gestalten hat und sie sich gefügig machen kann. Schleime, Gallerte, Schlicke und all diese Wesen, die dem Koch die Vorräte im Keller verderben und im Kellergewölbe des Abenteurers vor sich hinfaulen, können mit einer Leichtigkeit und Wirksamkeit ausgerottet werden, die in der Geschichte der Reiche ihresgleichen suchen. Es dauert einige Stunden, um eine solche Kontrolle zu erhalten, aber diese Zeit wird durch weitere Experimente verkürzt, da bin ich sicher. In wenigen Augenblicken läuft die Zeit für eine kleine Zahl von Grünschleim ab, die ich unweit von hier ausgesetzt habe. Schon bald? Bald also können wir die Ergebnisse meiner Bemühungen erleben. Seid ihr wahnsinnig, an den Wesen zu experimentieren und sie freizulassen, bevor ihr die wahre Wirkung eures Zaubers gesehen habt? Faszinierend, ihr müsst diesen Zauber für mich aufschreiben, damit wir ihn bei unseren Abenteuern nutzen können. Seid ihr wahnsinnig? Habt keine Angst, ich habe den Zauber gründlich vorbereitet und es ist undenkbar, dass ich auch nur einen einzigen Fehler gemacht habe, es sei denn... Oh nein, der Spruch, ich habe den falschen Zauberspruch verwendet. Ich fürchte, statt sie kontrollieren zu können, habe ich sie in eine viel größere Bedrohung verwandelt. Bleibt hier und bekämpft sie, aber was auch immer ihr tut, sie dürfen euch nicht berühren. Was ist es diesmal? Okay, ja, grüner Schleim. Worum geht es diesmal? Ja? Lasst sie uns ordentlich verdreschen. Lasst sie uns ordentlich verdreschen. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern.
So, und der Trottel ist abgehauen. Während ich mich mit seinem Grünschleim rumsprügeln durfte. Der hat es, glaube ich, hingekriegt, dass diese Grünschleime Instant Death gewesen wären. Wenn sie Schaden gemacht hätten. Ach, schon wieder Kampfhunde. Lasst sie uns ordentlich verdreschen. Ah ne, diesmal sind es wieder Wildhunde. Warum müssen die ganzen Tiere in diesem Spiel so aggressiv sein? Okay, Bären sind es zum Glück nicht. So, mal wieder ein Safe machen. Das wird kein Schnell. Ogrelons. Das wird kein Schnell. Konzentrationstrank. Für euch tue ich alles. Sänger der Nacht. Gebt mir Kraft. Wie ihr wünscht. Gut. Dann geht es jetzt ab in diese Enklave. Eichhörnchen, Kra-Kra. Alles klar. Was hat das zu bedeuten? Träume ich oder hat dieses Eichhörnchen da gerade gekräht? Alles klar. Ich glaube, das bedeutet, dass er ganz in der Nähe ist. Wenn dieses Eichhörnchen nicht eine Krähe zum Vater hatte, würde ich sagen, es wurde erst kürzlich verwandelt. Dann muss er ganz in der Nähe sein. Warum sollte er eine Krähe in ein Eichhörnchen verwandeln? Vielleicht hat er doch nicht gelernt, seine Magie zu beherrschen. Glaubt ihr wirklich, ein Magier, der Vögel in Eichhörnchen verwandelt, kann euch helfen? Nehmen wir mal die zwei. Vielleicht hat ihn das Eichhörnchen mit Fragen über unbändige Magie genervt. Okay. Ja, ich dachte, das ist eine Krähe. Ihr braucht ist es dann ein Krähenhörnchen? Hier sieht irgendwie alles ganz anders aus. Also vom Stil her. Man merkt, dass das ein neues, neu eingeführtes Gebiet in der Enhanced Edition ist. Gobbus? König Rockdark! Sag König Rockdark, da sind Leute hinter Bagriffjek her. Müssen Bagriffjek beschützen. Augenblick mal, wer ist dieser Bagriffjek? Eigentlich wollen wir mit Rockdog sprechen. Ihr dreckigen Goblins könnt euch ja nicht mal selbst beschützen, sterbt. Wir wollen mit Rockdog sprechen. Rockdog ist in Höhle. Beschützt Bagriffjek vor anderen Stämmen. Ich euch jetzt führen dorthin. Ihr besser keinen Ärger machen. Danke für eure Hilfe. Ihr bleibt hier und übt ein wenig die gemeine Handelssprache. Ich hoffe, dieser Rockdog ist schlauer als seine Wachen. Osten. Wir gehen Osten jetzt. Nicht gegen Norden. Irre leben oben im Norden. Okay. Goblins. Von
Höhlenbär? Das ist, wo wir Bär halten. Bär hat Freunde von mir gegessen. Jetzt sitzt im Käfig, wird wütender und wütender und wütender. Naja, muss nicht erklären. Sind fast da. Vorsicht vor Steinschlag. Grab ist gestern blattgequetscht worden. Habe ihn gerettet, aber jetzt ist er nur noch Grab. Hey, vielleicht füttern wir Bär mit Grab und Bär wird nicht leben. Okay, sind da. Okay, Goblins. Die haben tatsächlich Goblins in Baldur's Gate 1 eingebaut. Sie müssen ihre Runde noch mehr vergrößern, bevor sie weiterziehen können. Der Schwachkopf hat wieder Eindringlinge reingelassen. Tötet sie, bevor Rockdog das rausfindet und uns alle bestraft. Okay. Fress brennenden oder vielleicht frostigen Tod! Lasst sie uns ordentlich verdreschen. Geld und Pfeile. Gut. Worum geht es? Ihr braucht nur zu fragen. Was habt ihr? Was habt ihr im Kochtopf? Schädel. Ja, lecker. Schädelsuppe soll sehr nahrhaft sein, oder? Oh, wieder schöne Sachen. Oh. Aber ja. Der Lederwams ist besser. Als die Lederrüstung. Der ist nur für leises Bewegen gut. Das ist ein Stab der Furcht. Der kann eher verkauft werden. Bei Gegner 4 ist immer so... praktisch. Wenn sie dann weglaufen. Ja, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Welcher Schwachkopf hat euch hier reingelassen? Spielt keine Rolle. Wenn ihr diese nutzlosen Wachen nicht eh schon getötet habt, werde ich mich um sie kümmern, sobald ich mit euch fertig bin. Alles wegen des Liedes. Rockdog sieht aus wie ein Hobgoblin. Lasst ihn uns wissen, wie kann ich ihn brauchen? Nur zu fragen. Tod! Rockdog hat einen Kurzbogen im Boden eingelassen. Die Bewohner können so dumm sein. Kurzbogen plus 1. Ups, nicht zu dir. Yay. Bastardschwert plus 1. Das kann verkauft werden. Und ja, von Vikonia dürfen wir uns jetzt immer das Gelaber anhören. Hallo, Adoy.
Mistra sei Dank, endlich kommt jemand, um mich hier rauszuholen. Ich bedauere, dass ihr euch euren Weg hierher erst freikämpfen musstet. Ja, ich konnte euch doch nicht in den Fängen dieser Wilden lassen. Ihr seht aus wie jemand, der für seine Befreiung dankbar ist. Geht es eine hervorragende Art, diese Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen?